Von Bodensee, die Narrenzunft Ratoldi aus Radolfzell. Voraus mit den Narrengarde, die wurde 1933 gegründet. Die Begründer des das sind die Begründer vom Narrenspiel vom Radolfzell, den es nunmehr seit über 75 Jahren gibt. Zur Garde gehört auch eine Kanone, die sie ab und zu mit großem Knall abfeuert. Ja, ja. Wir grüßen das Kappendäschle, der Philipp Weidere und Aro. Apologia. das bringt. Schlenken die Begleiter auf der Spitze weiter. Schlägelebeck, der 1996 erscheinende Radolfzeller Fasner, neue Narrengestalt, der Schlägelebeck und der Höllteufel. Bis zum heutigen Tag bewahren sich diese Narren ihre Anonymität und geben sich in der Öffentlichkeit nicht zu erkennen. Zum Schlägelebeck gehören die Figuren Asmodeus, Geiz, Narrenfresser, Höllebock, Lumpelsäckl, Belzebock und Galan. Auf der Schlägelebeck und der sieben Holzteufel ein kräftiger Narri! 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 Jetzt kommt das Schlägelebeck. Erstmals erwähnt in den roten Lied der Zunft wurde das Hänsele 1866. Und da zeige ich die Narrenmusik und vom Vorstand Michael Beck. Auch die Narrenmusik und die Hänsele drei kräftige Narren. Jetzt kommt die Holzhauer-Gilde. Ursprung der Holzhauer geht in die Zeit vor 1841 zurück. Damals hatten Männer der Fischerzunft den Narrenbaum aufgestellt. Seit 1951 besteht ihr Häs aus einem braunen Wams mit grünem Kragen, schwarzer Stiefelhose und schwarzen Stiefeln mit weißen Strümpfen. Tragen außerdem eine Holzachse. Ihre Hauptbeschäftigung ist die Einholung der Narrenbaums im Stadtwald. Und sie haben bei uns stundenlang den Baum gestellt auf unsere Holz. Ein kräftiger Narri! 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 Und es geht Schlag auf Schlag. Wir sind schon bei Nummer 5. Markdorf kündigt sich an. Hier gerade ums Eck. Die Zunftmeisterin Birgit ist krank. Sie lässt sich entschuldigen, aber sie wünscht alle wunderschönen Narrentag hier im Pfullendorf. Kräftiges Narri! 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 Die Fahnenschwinger sind, glaube ich, auch zusammengeschrumpft. Das sind sonst auch ein bisschen mehr. Hintendran, hinter den Fahnenschwinger, kommen die Altmarkdorferinnen. So alt sind die, glaube ich, gar nicht. Die sehen alle recht nett aus. Und der Narrenrat mit dem Vizepräsident Bonaro. Und nicht zu vergessen, mittendrin die ehemalige Polizei wieder Heinz. Der Scharlefürst von Markdorf. Hallo. Auf die drei kräftigen Narri. Naro. Narri. Naro. Narri. Naro. Hinterm Narrenrat kommen die Hänsele, die waren gestern auch dabei beim Schnellen, ich weiß nicht, was für einen Platz sie gemacht haben. Zweite, Gratulation! Vielleicht zeigen sie uns auch ein bisschen was von ihrer Kunst. Hänseler, der Lumpenhund, User mit dir, wenn Fasner kommt. Hänseler stellen den Plätzlenaar, der ist ein Plätzlenaar, was sehr verbreitet ist im Bodenseeraum, aber auch, es geht hoch bis Köln, wo er Lumpenmann heißt. Also die Figur ist sehr alt und sehr weit verbreitet. Sagegestalt vom Gehrenberg in Markdorf. Angedeutet ist ein Naturalienhäs mit Blätter auf dem Häs angebracht. Sondern am Kaujohle, die haben kein Gestell aus Metall, sondern aus Holz.